So. Meine ist gleich Beton. Ja, ich wusste gerade. Hier einmal drüberlegen. Ja, sehr schön. Halt immer nimmer rund aus. Und dann einmal nach hinten ziehen. Schaut gut aus, wie man es. Und jetzt macht man eigentlich dasselbe wie vorher auch. Man rollt es halt nochmal so ein bisschen, knickt es halt noch ein bisschen um. Dann nimmt man Daumen und Zeigefinger. Entschuldigung, die ist doch aufgerollt bei Ihnen. Nee. Die Sushi-Rolle. Ja, die ist noch nicht ganz eingerollt. Die ist noch nicht ganz eingerollt. Nein, aufgerollt. Nee. Ich habe ja gesagt, wir machen nur zwei Touren. Das heißt, erst, zweite. Und dann ist der Rest noch übrig gewesen. Ist aber nicht so schlimm. Man kann das auch machen, wenn sie schon komplett eingerollt ist. Das macht nichts. Aber es funktioniert halt so ein bisschen besser. Das heißt, wir würden jetzt auch jetzt hier komplett einrollen. Wenn wir es einrollen, am besten so ein bisschen mit Daumen und Zeigefinger, nee, Quatsch, mit Daumen und Mittelfinger an den Seiten festhalten und oben kurz so ein bisschen drücken, weil eine Sushi-Rolle ist eigentlich gar nicht rund, sondern eckig. Ne, also macht man das so ein bisschen eckig und dann klappt man das nochmal wieder so um. So, und das macht man halt bis zum Schluss. Ich erzähl's da drüben auch. Das ist ja was. Naja.